Mein Name ist Johanna Reuß, ich bin vom Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik und wir sind hier heute als Teil des Fraunhofer Leistungszentrums für Medizin und Pharmatechnologie, wo wir beispielsweise an der additiven Fertigung im Bereich der Implantatherstellung forschen. Dazu haben wir heute auch unser Exponat mitgebracht. Das ist ein erstmal handelsüblicher 3D-Drucker, in den wir eine miniaturisierte Plasmaquelle direkt integriert haben. Das ist jetzt hier exemplarisch dargestellt, wir zünden kein richtiges Plasma. Aber was man damit machen kann, ist, dass wir sequenziell zum 3D-Druck die Oberflächen direkt behandeln können. Beispielsweise als Anwendungsbereich ist es denkbar, dass wir hier die Benetzung verbessern auf Stützstrukturen, die wir aus bioabbaubaren Polymeren drucken, beispielsweise für Knochen, und so die Zelladhäsion durch die Plasmabehandlung deutlich verbessern können. In einem weiterführenden Schritt können wir aber ebenso gezielte Beschichtungen durch das Plasma aufbringen, um je nach Anwendungsbereich dort gezielte Oberflächenfunktionalitäten zu erreichen. Musik.